auch schon mal Situationen in deinem Leben, wo du dich so richtig umzingelt gefühlt hast? Keinen Ausweg gefunden, einfach in einer bestimmten Belastung gestanden hast? Hast du schon mal dieses Gefühl gehabt, dass du nicht aus eigenem Antrieb aus dieser Situation, aus dieser Bedrängnis oder aus dieser Attacke entweichen kannst? Eine ähnliche Situation wird uns im Neuen Testament von Paulus berichtet. Er hatte in Damaskus gepredigt und es war ein Aufstand entstanden und man hatte den Statthalter gerufen und die Stadt so belagert und so umzingelt, um Paulus gefangen zu nehmen, um ihn letztendlich eigentlich umzubringen. Und in dieser ganzen Situation gab es anscheinend gar keinen Ausweg, dieser Situation, diesem Umzingeltsein zu entrinnen. Und doch lesen wir, dass mitten in der Nacht die Gläubigen, die Männer, Paulus durch ein offenes Fenster in einem Korb an der Mauer herablassen und er konnte entrinnen. Das war Gottes Lösung. Wenn du heute in so einer Situation steckst, wo du sagst, die Attacke ist wirklich mächtig, es ist wirklich so, dass ich wie umzingelt und festgesetzt bin, wie in einer Zwickmühle, ich habe den Eindruck, ich kann mich nicht bewegen, dann möchte ich dich ermutigen, zu glauben, dass Gott für dich ein Fenster öffnen wird. Dass er für dich eine Möglichkeit schaffen wird, wie diese Attacke überwunden werden wird, wie du aus dieser Situation hinaustreten kannst und wie du in Freiheit kommen wirst. Du wirst sehen, dass Gott einen Plan hat, der höher ist als das, was du denkst, was du dir vorstellen kannst. Es wird so sein, dass du, wenn du an Gott festhältst, wenn du sagst, Herr, ich glaube, dass du einen Ausweg aus meiner Situation schaffen wirst und dass du einen Plan hast für mich, dass er ein Fenster von deiner Situation öffnest. Und ich wünsche dir einfach, dass du diese Erfahrung machst, an Gott dran zu bleiben, mit ihm durch die Situation durchzugehen und ihm zu vertrauen, dass er dich sicher hindurchleiten wird, egal wie es heute aussieht. Egal, was du befürchtest, leg diese Gedanken der Sorge, der Befürchtung bewusst ab. Das ist eine Entscheidung, die ich selber oft treffen musste. Befürchtungen, Sorgen, negative Gedanken, etwas, was man sich ausmalt, was noch schlimmer kommen könnte, sondern sich dem Glauben zuwenden und sagen, ich weiß, der Herr hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Und er wird ein Fenster für mich öffnen. Was er für Paulus getan hat, wird er auch für mich tun. Und du wirst den Attacken des Feindes entrinnen. Gott hat mehr für dich.